Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Heute habe ich wieder ein Haul für euch und zwar von Action, DM und Boutonni. Wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt einfach dran. So, ich fange jetzt erstmal mit DM an, weil das am wenigsten ist. Und natürlich, wie ich auch sehe, ich habe so geschwitzt. Es ist so warm hier. Es kann auch sein, dass es gleich ein bisschen laut wird, weil gleich Gewitter anfängt, so wie es aussieht. Als erstes habe ich mir Over Makeup Super UV Sonnenmilch geholt, also so ein Lichtschutzfaktor für übers Make-up, weil manchmal habe ich das Bedürfnis nochmal nachzucremen, aber dann ist man ja geschminkt und dann geht das nicht mehr. Deswegen habe ich das hier entdeckt bei DM, irgendwo habe ich das auch schon mal in ein Haul gesehen und das war mir auf jeden Fall das Geld wert, weil es ist nicht ganz günstig, ich glaube, warte, 6,95, ja, mal schauen. So, dann habe ich zweimal Batterien geholt, die Doppel-A, die waren nämlich alle bei uns. Dann habe ich drei neue Tuchmasken von Shavens gefunden, einmal Ananas, Niacinamide und Hyaluronsäure, so sieht sie aus. Dann einmal Wassermelonenextrakt und Allantoin. Und Papayasaft, Feigenkaktus und auch Allantoin. Ja, die sind da auf jeden Fall neu. Die habe ich auch einmal mitgenommen. Dann gab es noch eine neue Tuchmaske von Balea, die Eternal Summer mit Meerwasser und Glow-Effekt. Das ist die, habe ich auch mal mitgenommen. Dann habe ich hier zweimal Visio Max Kontaktlinsen mitgenommen, weil eigentlich nehme ich die ja immer von Boutonni. Aber Boutonni hat irgendwie die Marke geändert von den Kontaktlinsen und seitdem funktionieren sie gar nicht mehr für mich. Deswegen probiere ich jetzt nochmal die Monatslinsen von DM. Ich habe bisher nur die Tageslinsen ausprobiert gehabt. Dann habe ich Boutonni, das war nämlich schon DM, das war es nämlich schon. Bei Boutonni habe ich neulich diese Chips entdeckt. Die sind so lecker. Also wirklich. Und ich glaube, das geht auch. Also sie sind auf jeden Fall nicht frittiert, sie sind glutenfrei, sie sind vegetarisch, logisch, kein Glutamat und noch irgendwas nicht, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall sind das Mais und Reis, glaube ich. Corn and Brown Rice, ja, also Mais und brauner Reis. Ja, und die Kalorienanzahl geht auch. Das ist 431 Kalorien auf 100 Gramm und das sind 50. Also 200 irgendwas hat diese Tüte. Ich finde, das geht klar. Und die schmecken sehr lecker, deswegen habe ich sie zweimal nochmal geholt, damit mein Mann denn eine eigene haben kann. Ja, ich habe einen Pickel, damit ich nicht teilen muss. Ja, glaubt mir, in der Ehe teilt man nicht unbedingt lieber. So, dann habe ich ein paar Tuchmasken von Boutonni mitgenommen, weil ich die den Mädels geben wollte von dem Wanderpaket, was bei mir jetzt angekommen ist, weil, naja, damit sie mal Boutonni ausprobieren können. Ich zeige euch das mal im Schnelldurchlauf. Einmal die. Da werde ich dann für jede eine reinpacken. Dann einmal meine liebsten Katjes. Ich war sehr unvernünftig heute, muss ich sagen. Also normalerweise kaufe ich keine Süßigkeiten mehr, aber heute war das nicht so gut. Dann habe ich einmal eigentlich nur, weil ich hier so ein BH-Netz haben wollte, um bei Beauty Blender in die Waschmaschine schmeißen zu können, habe ich das hier gefunden bei Boutonni. Das sind Reinigungspads aus Bambusviskose und den Beutel kann ich halt in die Waschmaschine schmeißen. Ja, die Dinger da drin kann ich auch verwenden zum Abschminken, also alles gut. Dann habe ich einmal hier Dumbledores Geheimnisse mitgenommen. Ich habe den Film nicht gesehen im Kino und ich dachte, hey, oh Gott, verschluckt an der eigenen Spucke. Ich dachte, ne, ich habe die anderen ja auch zu Hause, da habe ich mir erst auf Blu-ray mitgenommen. Gab es nämlich gerade bei Boutonni. Und auch interessant, Sonnenschaum von Saint Dior. Also das ist
die Marke von Boutonniere mit Wassermelonen. Duft, ja. Mit Melonenduft. Ich muss unbedingt die Kamera weiter nach da stellen, sonst will sie mich da einmal fokussieren. Ja, ich glaube, das war's auch mit Boutonniere. Dann kommt jetzt noch Action. Als erstes habe ich bei Action einen neuen Mülleimer geholt, weil meiner hat solche Riesenlöcher und da kommt immer alles durch. Das ist immer ein bisschen nervig, deswegen habe ich einen neuen geholt. Seht ihr, das ist nämlich meiner jetzt und das nervt. Seht ihr, so ist das doch viel schöner. Habe ich zweimal solche durchsichtigen Container geholt. Da möchte ich diese glitzerkleinen Dinger, ne, ich habe doch solche Glitzersachen bestellt, die möchte ich da rein sortieren. Ja. Oder irgendwas von meinen Face-Painting-Geschichten, weil die sind auch alle noch nicht sortiert. Da muss ich auf jeden Fall dringend mal eine Sortierung reinbringen. Das sieht ja schlimm aus hier. Ich hätte nicht dran rumdrücken sollen. Dann habe ich gefunden Fruit Shot Ice Pops. Hier solche Einfrier-Wassereis-Dinger. Die wollte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Da sind verschiedene Geschmacksrichtungen: Zitrone, Wassermelone, Orange, Erdbeer, Himbeer. Ja, das war's. Und kein Zucker added, also hinzugefügt. Keine Farbstoffe und keine künstlichen Aromen steht da drauf. Ja, bin ich mal gespannt. Dann habe ich für meinen Mann Unterhosen gekauft. Die muss ich euch aber nicht zeigen, glaube ich. Dann habe ich einmal diese Mr. Brownie Brownies mitgenommen. Alina hat mich angefixt, okay. Alina fixt mich stets und ständig immer wieder an. Schäm dich. Dann habe ich einmal Nippon mitgenommen. Ich dachte, wenn ich schon sündige, dann kann mein Mann auch sündigen. Ganz uneigennützig. Dann habe ich einmal Zopfgummis nachgeholt, weil, wie ihr seht, ich habe nur noch diese komischen und die funktionieren nicht für meine Haare, wie ihr da auch seht. Deshalb brauchte ich dringend wieder neue. Dann habe ich nochmal Lion Karamell Blond mitgenommen. Das muss alles im Kühlschrank. Das schmilzt hier so weg. Dann habe ich zweimal Spargo Wet Wipes geholt. Einmal Zebra Cakes. Ich sage ja, ich war unvernünftig. Dann gab es ein paar neue Tuchmasken. Einmal Ananas. Einmal Cooling Sheet Mask und zwei von Stitch. Dann habe ich noch einmal einen Raumsprayer geholt mit Jasmin und Apfelblüten. Und dann habe ich hier noch eine Kiste geholt. So. Ich wollte ja eigentlich eine mit Leo nehmen, aber das konnte ich meinem Mann dann doch nicht antun. Die wirste ich in unser Gästezimmer stellen, weil da haben wir immer unsere Ordner und so, wo man alles einsortieren muss. Und ich mache es leider nicht immer direkt und deswegen kann man da dann die Papiere reinlegen und dann, wenn man Zeit hat, sie einsortieren. Das dachte ich mir so. Und dann habe ich noch viermal Durstlöscher, zweimal saurer Apfel und zweimal Sauerkirsch-Zitronen. Ja, ihr Lieben, das war's mit meinem Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwas davon auch schon probiert habt oder so. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.